Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Y Spin the Wheel Lock Edition, Guys. Wir sind hier in Illumina City beim Prismaturm bzw. in der Nähe vom Prismaturm. Wir haben dort ein Date mit der guten Sanna Banana und werden dort jetzt hineilen. Und wow, was geht hier ab? Ich glaube, hier ist der vierte Arenaleiter, wie es aussieht. Der Elektro-Heini. Genau, hier gab es das Quiz damals. Oh, das war noch Zeit, ne? Gutes Timing. Angeblich gehen hier die Lichter gleich wieder an. Oh, da ist ja Citro, der Arenaleiter von Illumina City. Er ist auch als Erfinder bekannt und baut immer irgendwelche Maschinen. Hey, ihr beiden, das hier ist der Freund, von dem ich euch erzählt habe. Ja, ja, das ist hier Sanna Banana, ihr... Ja, ist es. Ah, mir liegt es auf der Zunge. Liebhaber, genau, wir sind Sanna Bananas Liebhaber. Sag mal, bist du immer noch nicht fertig? Halt dein Schnauze! Ich muss noch überprüfen, ob der Lichtschaltkreis hier in Ordnung ist. Ja, komm. Man sollte nicht böse sein zu seiner kleinen Schwester, Mr. Citrusbeere oder wie du auch immer heißt. Ah, Sanna, möchte sich dein Freund hier etwa eine Herausforderung in der hiesigen Arena stellen? Tut mir furchtbar leid, aber ihr müsst euch noch einen kleinen Augenblick gedulden. Komm schon, Citro. Perfekt. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Dies ist einer jener bahnbrechenden Momente, in dem uns die Wissenschaft ein gutes Stück in die Zukunft katapultiert. Prismaturm-Lichtgenerator an! Wow! Wow! Wir haben Licht gemacht. Das ist cool. Das ist Hip-Hop, Hibbidi-Hop, Guys. Und Guys, bevor ihr abschaltet, es wird zur Arena kommen. Ihr wisst ganz genau, der Arena-Leiter wird 4 Pokémon höchstwahrscheinlich haben. Das heißt, wir dürfen auch nur 4 Pokémon mitnehmen. Die werden die Arena hier, ja, mitnehmen, wie gesagt. Und ja, es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer werden. Aber wir versuchen es, wir versuchen es. Und ich habe Magnetilo nicht gelevelt. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Zu dem heutigen Part! Verdammt! Egal, 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 Guys. Wir suchen jetzt erstmal das Pokécent. Oh, das ist Grebrit. Hallo, Grebrit. Digespi. Oh, Grebrit ist cool. Ah, ich muss unbedingt mal wieder Wi-Fi-Battles aufnehmen, Leute. Aber mir ist selber so aufgefallen, so spezifische Wi-Fi-Battles gefallen euch mehr. Wollt ihr dann nur spezifische Wi-Fi-Battles haben oder sagt ihr, nee, du kannst auch ruhig alles bringen, Zero. So spezifische und normale ist uns eigentlich relativ egal. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, weil, ja, ich würde mich sonst anpassen halt. Dann könnte ich halt die Teams schon vorher generieren und. So, wir sind am Nordring und wir werden jetzt erstmal ins Pokécenter gehen, weil, wie gesagt, ich muss mein Team fertig machen. Ich will es aufheilen, ich will es auch je nachdem noch switchen. Ich muss mal gucken, was wir noch alles so haben. Aber dafür muss ich jetzt noch ein Pokécenter finden. Ah! Das sollte ein Pokécenter sein, oder? Perfekto! Jawohl! Dann gucken wir mal, was wir so haben. Pokémon bewegen. Und ich bin froh, dass erstmal jetzt die ganze Team Flair-Geschichte zu Ende ist. Ich habe noch ein paar Eier, die ich hier benutzen kann. Bisa Flor kann ich ebenfalls noch benutzen aus Spanien. Español, Bisa Flor. Ich glaube, das machen wir mal kurz ins Team für Magnetilo. Und wer ist schlecht für die Arena? Porenta brauchen wir auf keinen Fall in der Arena. Das wird so gekillt. Und sonst... Eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt mit dem Team. Eigentlich sind wir ganz gut aufgestellt mit dem Team. Vielleicht Bulgaras mitnehmen. Drachen, gutes Step. Aber da sind auch viele Star-Pokémon drin. Ich weiß nicht. Aber, wir machen mal O-Zero, lassen wir mal auch hier bei uns. Wir gehen mit den 4 Pokémon hin. Weil O-Zero ist halt Typ normal und hat halt nicht die krassesten Attacken jetzt. Hat jetzt auch nicht den krassesten Angriff in dem Sinn. Oh, das ist ein Xiao. Oh, du kleines Xiao, ich werde dich hier, mitnehmen. Hallo. Du bist voll süß und niedlich und wurdest einfach an der Laterne festgenagelt. Das geht gar nicht. Ich bin für ein Herz für Tiere, Leute. Ein Herz für Tiere. Zero of Time. Puh, ich bin wirklich, ich bin richtig tierlieber Mensch einfach. Ich mag Tiere. Tiere sind süß. So, was ist hier? Hier ist ein Café. Ich habe gedacht, hier ist irgendwo noch ein Friseur oder so. Weil diese Haare werden geschnitten, entweder heute noch oder halt morgen. Da habe ich richtig Lust zu. Keine Ahnung. Ich muss mal wieder zum Friseur, habe ich mir gedacht. Warum nicht? Und da habe ich mir gedacht, hey komm, warum im Pokémon auch nicht? Wir sind in der Illumina Arena, meine Friends. Die Arena ist nicht nur schön und ist eine halbe Disco, wie es aussieht, sondern... Es gibt ja auch ein Quiz. Krieg ein Tafelwasser von dir, zukünftiger Champ. Bla 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 bla. Nein, ich krieg kein Tafelwasser von dir. Du bist nicht Mr. Freshwater, du bist Mr. Fresh Lava Man.
So, wir gehen nach oben. Wupp, auf in die Disco. Das Merkwürdige ist... Da ist es jetzt. Ah, dich habe ich doch vorhin gesehen. Du willst deinen Arenaleiter herausfordern, stimmt's? Ich bin Heureka, seine kleine Schwester. Stell dich doch bitte auf die cremefarbene Fläche und wir beginnen mit den Quizfragen. Oh mein Gott, mein Auge tut richtig weh, Leute. Was ist denn da los? Und wir beginnen mit den Quizfragen, die du beantworten musst, um zu ihm zu kommen. Cremefarbene Fläche. Oh. Hier kommt die erste Frage, Leute. Oh, es ist voll spannend. Wer wird Millionär im Pokémon-Style? Ah! Ihr! Ratzratz! Alola-Form! Ratzratz-Alola-Form! Hundertprozentig! Oder Pichu-Weiterentwicklung? Welches Pokémon ist das? Emolga? Dedenne? Oder C. Pikachu? Ich hätte ja eigentlich gesagt, das ist Alola-Form Ratzfratz ist, aber das Ding ist. Spricht den Trainer. Achso. Ich hab voll vergessen, jetzt wo Pikachu ist, Alter. Pikachu 1? Stell ich den hier nochmal so Secret Chips oder sowas. Kann ich mir das hier angucken? Keine Ahnung. Ich will eh kämpfen, von daher ist es egal. Fangen wir an mit Fanboy. Wenn wir Fanboy nach vorne kriegen, zack. Scheißegal, wir nehmen einfach Nummer 2. Dedenne ist also eine richtige... Okay, war falsch, aber okay. Ah, da lacht der Junge einfach nur. So ein Hund, ey. Du bist ein Hund, Schüler Ronny. Mit Flunschlick. Oh, ne. Ich bin eine Schalle. Ja, Flunschlick ist schon ein cooles Pokémon. Gefällt mir sehr. Aber Flunschlick. Ist das Ding schneller wie ich? Ich weiß nicht. Drachenroute. Was ist... Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck, Alter. Das Ding hat mich platt wie eine Flunder gehauen. Alter, ich werde hier richtig, richtig vergewaltigt hier in der Arena. War es eine weise Entscheidung, Fanboy mitzunehmen? Ich denke irgendwie nicht. Nein, war es irgendwie gar nicht. Schlammbombe, again. Arc. Wie viel macht Kopfnuss? Bitte in den gelben Bereich rein. Boah, das Ding tankt, ey. Ding tankt einfach den Shit und wir kriegen einen Genauigkeitsdrop. Oh, super, Alter. Sie ist schneller, aber das heißt, wir können vielleicht jetzt einen Flinch bekommen. Bitte, Justice. Tarnung. Okay. Es ist jetzt Typ normal. Seriously, geil, was? What the hell? Wir beißen ihn jetzt, ey. Geht doch, ey. Scheiß Flunder, ey. Es nimmt fast meine kompletten Team-Idee hier auseinander. Das geht gar nicht klar. Ronny wurde besiegt, ey. Puh, Leute, das wird schwerer, als ich dachte. Nein, ich will noch nicht in die Fahrstuhl. Nein, ich wollte gegen alle kämpfen. Ah, so ist das. Okay. Okay. Wir heilen Fanboy mal komplett auf. Ey, komm, wir können jetzt nicht noch mal einen Gegner bekommen, wo Fanboy so ging, suckt. Eins war Pikachu, ne? Ne, ist im Holger. Oh mein Gott, wir müssen zu Pikachu. Ja, es war ein Pikachu. Lass uns einen Pokémon-Kampf austragen, bevor ich dir die Antwort übergebe, überprüfe, was auch immer. Den haben wir hier. Schüler Paulchen. Paulchen Panther. Das ist so süß, wenn ich so ein Pokémon hier bekomme in der Edition, Leute. Auf welcher verdammten Route gibt es Dedenne? Ich will ein fucking Dedenne haben. Dedenne ist so ein cooles Pokémon einfach. Drachenroute. Das macht den meisten Damage. Ladestreif. Wie viel macht das? Oh, das ist ein Feen-Pokémon auch, ne? Oh, shit, bin ich dumm. Das ist mir vorher aber erst eingefallen. So bevor ich es gesehen habe. Ich so, das ist doch auch ein Feen-Pokémon. Shit. Er will nur den Boost haben, dann will er mich verarschen. Er wollte nur den Boost haben. Aber wir kriegen jetzt einen Innet-Drop. Boah, es macht einen Damage. Und jetzt noch... Erholung. Was?
Wenn er jetzt so eine Beere hat dafür, so eine Maron-Beere, ne? Das wäre übelst sick, aber ich denke nicht, dass er das hat. Haut er hier einfach. Aber ist gut, so können wir seine Innen weiter runterhauen und so können wir gleich ihn first tryen. Also vielleicht ist das wirklich das Level-Up hier für Fanboy. Und wenn Fanboy wirklich zu einem Manogoras bekommt, zum Beispiel zum Bulgaras, das wäre ultra... Er schneidet uns eiskalt an! Und wir schrecken zurück! Warum? Er überlebt einfach mit 5 KP oder so. Jetzt muss ich einen Trank benutzen, dann steht er wahrscheinlich auf. Ich kassiere Ladestrahl, der crittet mich und durch den Verteidigungsdrop werde ich wahrscheinlich sterben. Das ist jetzt die Zukunft, die ich gerade für Fanboy im Kopf habe. Mal gucken, ob ich recht habe oder recht behalte. Er ist aufgewacht, jetzt schnarche ein. Okay, alles beim Alten, dann ist es okay. Wir setzen nochmal einen Biss ein. Warum nicht? Wir sind schneller, wir outspeeden, das Ding ist down. Und wir kriegen gute Erfahrungspunkte. Level 34 für Fanboy. Knirscher! Oh! Eine bessere Attacke wie Biss. Nice! Knirscher ist auf jeden Fall gut. Und das ist ein gutes Level-Up gewesen. Ein sehr gutes. So, wir können jetzt hier durch und fahren weiter in Richtung Arenaleiter, Leute. Und jetzt kommt... Woohoo! 300.000 Euro für unseren Xbox. Simon S. will es grüßen. Ja, ihr kennt ihn noch, ne? Ist hier, ist 1.000 Euro in Xbox. Das Gewinnspiel von damals, wo er es nie eingehalten hat. So ein Idiot. Und ich sehe gerade, ich habe 8 neue Nachrichten. Was geht ab hier? So, Günther ja auch. Ich meine, Günther Heurika. Hier kommt die Frage. Lugia, ich wusste es. Das weiß ich noch von damals, Leute. Das ist 100% Lugia. 100%ig. Steht wieder nicht zur Auswahl. 1, 2 oder 3, ob du wirklich richtig stehst. Siehst du, wenn das Licht angeht? Alles klar, wird wohl falsch sein. Annemarie, so heißt die Chefin von Nintendo. Also bist du... Fuck. Magneton, wir haben keine Chance. No chance in here. Obwohl, wir können mal Felsrab starten. Pumpensprung, wie viel macht das? Das ist unser neues Teammitglied eigentlich. Es hätte es sein können. Es macht gar nichts. Es macht einfach gar nichts. Aber wir kriegen in den Drop, das ist nice. Wir müssen raus. Ich sag doch, ich hab... Oh, ich hab Ronaldinho. Ich hab Ronaldinho! Den guten... Den letzten Part. Da habe ich mir wirklich ein bisschen Mühe gegeben für die Mega-Entwicklung, dass das wenigstens ganz gut... drüber kam, Spiegelsalve. Ich dachte gerade, ey, das ist jetzt irgendwas richtig badass, heftiges sein hier, aber nee. Steigerungs! Ich habe auch Knochen. Nee, der ist. Das Ding Schwebe als Fähigkeit? Ich bin mir nicht sicher. Eck, Bömmerneck, Säcker. Oh, der macht trotzdem guten Damage auf mich, ey. Und das ist noch nicht das von Marienleiter, Leute. Das ist noch ein stinknormales Magneton. Und es ist down. Und es ist gute Erfahrungspunkte für Ronaldinho. Ich kann bestätigen, dass du und dein Team eine Wucht seid. Eine Wucht! Aber wird unsere Antwort richtig sein? Wird dieses Bild, was wir gerade gesehen haben, wirklich ein Taubsi gewesen sein? Das erfahren wir in 3, 2, 1, 0! Daneben. Alles klar. Alles klar. Oh, wir halten unser Team auf. Kein Bock zu sterben hier, Leute. Das schockt überhaupt nicht. So, aber dass du da, Tiri. Ja? Ich hoffe. Ich hoffe einfach mal. Nein, Spaß, Leute. Es war natürlich Natiri. Ich bin nicht ganz so dumm, wie ich aussehe. Und deswegen gehen wir einfach... Oh mein Gott! Ich will auch ein Raichu. Raichu ist so ein cooles Pokémon. Und später von Typ Psycho einfach. Dynablitz, oh, das macht Damage. Aber wir resisten das wenigstens. Oh, wir kriegen die Statik. Aber wir kriegen die Drachenroute connected. Und macht auch guten Damage. Macht auch nice Damage. Hm.
Wir resisten, von daher gehen wir auf dieser Floor. Und ich habe gerade keinen Bock auf Parahexe und ich bin eh zu langsam. Das schockt mich. Das ist wieder böser Floor, eines Monster. Resist it, my friend. Und wir kriegen Parahex! Nice, Alter, nice. Ich würde sagen, wir Zeit ein bisschen zu tanzen, ne? Blättertanz. Was, Funkensprung jetzt oder was war das? Keine Ahnung, Blättertanz. Bam, 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 bam. Das killt. Gekillt! Ilizard ist, glaube ich, der stärkste Pokémon, ne? Vom Arenaleiter kann das sein. Fairball 35, das ist nice. Das ist doch cool. Der entwickelt sich doch bald. 40, ne? Ja, 40. Stärke in den Fahrstuhl. Und jetzt. Diese Frage. Antwort. War? Richtig! Jawollo! Und damit können wir weiter in die nächste Runde. Ich glaube, wir müssen noch zwei oder drei. Ich bin ganz schön schlau, hat sie gesagt, Leute. Es geht weiter tatsächlich. Wir haben keine Paralyse-Heiler irgendwie, ne? Top Genesung haben wir zwei Stück, aber ob ich die schon benutzen will. Nö. Ich muss wieder raus, Leute. Ich muss wieder raus. Aber das werde ich wahrscheinlich cutten für euch. Von daher sehen wir uns gleich wieder. Ah, Leute, ich habe mir gedacht, so, gerade auf dem Weg zum Pokécenter, ne? Da kann ich doch kurz bei der Lady hier vorbeischauen im Friseursalon und schnipp, schnapp sind meine Haare. What? So sollte das nicht aussehen. Nein. Nein. Obwohl, unter der Mütze geht's noch, glaube ich. Oder? Und die nimmt mir 3000 dafür, Alter. Hast du meine Haare mit einer Goldschere geschnitten oder mit Diamant? Okay, unter der Mütze geht das noch sogar. Das sieht ziemlich nur noch 15 aus. Kein Style hier, kein Undercut, kein Sidecut. Was ist sonst noch in heutzutage bei Männern? Ich habe keine Ahnung. Ich bin selber nicht so der hippe Typ. Ich kann mit meinen Haaren nicht großartig viel machen. Ich kann die schneiden, also kurz und dann irgendwann, die werden sich locken irgendwann. Ich krieg Locken. Wenn die Haare zu lang werden, krieg ich Locken, Leute. Und ein Afro. Das ist... Ihr denkt, ich laber, aber ich laber nicht. Ich habe meine Haare mal damals, da war ich 14, versucht lang wachsen zu lassen. Meine Schwester sagte, oh, das ist voll in jetzt, mach das mal auch. Ich so, alles klar, probieren wir mal, ne? Und meine Haare hängen nicht so runter wie bei normalen Menschen oder Leuten, Leute. Nein, meine Haare gingen so. Die ging einfach so zu der Seite hin und nicht nach unten oder so. Nee, die ging quer nach Seite. Es sah einfach scheiße aus. Es sah einfach scheiße aus. Und ich dachte mir so, what? Deswegen muss ich meine Haare so kurz wie möglich immer haben. Deswegen hier, zup, mir alles ab an den Seiten und dann oben etwas ausdünnen, damit die Länge irgendwie passt, damit man da irgendwas mit meinem Frankel, damit man damit irgendwas machen kann. Und ja, wir sind wieder in der Disco. Disco, Disco, Pogo, Pogo. Disco, Pogo. Bam. Sind wir hier richtig? Achso, was ist das denn hier? Achso, die ist hat auch so ein Dingsbums. Sag nicht, ich muss jetzt wieder rausfinden, wo wer ist. Hä? Achso, du stehst daneben. Oh, ich Idiot. Ich habe das gar nicht gesehen, dass der daneben steht. Sorry, guys. Du stehst so neben dir. Was ist los, Girl? Oh, Girl. Und da sind sie jetzt. Boom, da ist auch die gute Dame. So, was haben wir hier? Bidim, hier kommt die Frage. Oh, es müsste Sodamax sein, ne? Es müsste Sodamax sein. Wir können ja mal gucken. Will ich gegen Sodamax kämpfen? Eigentlich will ich gegen Grillmack kämpfen. Hast du Grillmack? Hast du einen gegrillten Affen? Bei Grillmark ist das Ding, das kriege ich locker kaputt mit meinem Pokémon. Ich resistiere seine Attacken vierfach. Und ich kann mit Felsgrab, beziehungsweise, doch, mit Felsgrab eigentlich das Ding so gut wie two-shotten. Zero, du befindest dich in einer fucking Elektro-Arena. Warum denkst du, es kommt hier ein Grillmark oder was? Denkst du, wir haben den Grill aufgebaut für dich? Setz das Finale ein. Den Ladestrahl. Das resisten wir aber. Ich bin doch ein Idiot, ey. Also manchmal denke ich mir auch so, wow, wow, ich bin echt ein Held. Das macht nichts an Damage. Das macht absolut nichts. Lichtschild. Mach ich. Ich greife physisch an, Alter. Ich greife physisch an. Ist mir egal. Und ich brauche noch zweimal Drachenroute, bist du down! Jetzt kommt Finale wahrscheinlich. Ladestrahl, okay.
Dann ist das in Ordnung. Solange keine Paralyse jetzt kommt. Guter Junge. Putz! Elektroball ist gegessen. Warum bin ich jetzt gerade auf Grillmack gekommen, dass ich gegen einen Grillmack kämpfe? Kann das jemand mal erzählen? Wart ihr aus? Wart ihr auf einmal verwirrt so? Okay, Zero, was ist los bei dir? Nein, ich will da nicht rein. Ich weiß, dass der falsch ist. Ich weiß, dass der falsch ist! Shit, shit. Wir sind kacke. Und ich nehme schon 35 Minuten auf, ey. Verdammt. Leute, wir machen noch den einen Trainer hier und dann wird es erstmal eine Pause geben, würde ich sagen. Ne? Muss der Zero auch mal ein bisschen. Ja, wie soll man das sagen? Was essen? Genau, es ist nämlich Mittagszeit. Es ist 12.14 Uhr. Und ich muss um 13 Uhr los zur Arbeit. Das heißt, ich habe noch gerade ganz kurz Zeit, um was zu essen. Ich muss dann noch Thumbnail erstellen für das Video, was gestern online kam. Oder vorgestern oder was auch immer. Ich nehme zurzeit eigentlich recht gut im Voraus auf. Das freut mich immer sehr. Und wir haben ja einen Amphoraus mit Bedroher. Das heißt, keine physischen Attacken. Das heißt, wir haben wieder Beladestrahl oder sonstiges kommen. Wir gehen einfach von der Kopfnuss. Macht am meisten Damage. Boom. Wir outspeeden sogar. Das ist krass. Du ekliger Hund, du. Ich wollte gerade sagen, wir können auch für Biss gehen, weil es flinchen könnte, aber Kopfnuss kann genauso flinchen, von daher egal. Setz dich durch, setz dich durch. Nice. Regenkraft. Das macht mehr Damage, als ich dachte. Das macht ehrlich mehr Damage, als ich dachte. Wir setzen uns durch. Bam. Statik. Einfach die Statik, Alter, ey. Ich wechsle safe aus. Jetzt Bisa zum Floor. Komm ran, tanz ein bisschen mit dem Anfahrer und ich verabschiede mich. Ich verabschiede mich schon mal, Leute, von dem heutigen Part Pokémon Y Spinner Wheeler Edition. Ich hoffe, euch gefallen ist deine Special von damals und heute halt, ne? Also das war ja so ein kleines, wie soll man sagen, Pointe oder wie nennt man das? Ein kleines Sequel zum damaligen Part vor 3-4 Jahren. Wie viele Jahre noch mal X rauskam, ich bin mir nicht sicher. Und ja, hat es euch gefallen, Leute? Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben, unterstützt einfach mal das hier alles, Leute. Wie gesagt, es ist kein großer Aufwand für euch, aber es gibt mir in dem Sinne mega Motivation, wenn ich das so sehe, dass die Parts ein bisschen. Schlafen, den brauche ich nicht. Wenn die Parts einfach mal ein bisschen Likes, Kommentare oder sonstiges haben. Oh, ich will meinen Schlafbruder nicht verlieren, Alter, was mache ich denn hier? Wie gesagt, es ist für euch kein großer Aufwand, das habe ich auch schon mal gesagt, aber es unterstützt den YouTuber so allgemein. Weil wenn ein YouTuber sieht, dass er viele Likes auf seinen Videos hat, dann merkt er einfach, dass seine Community hinter ihm steht, dass ihm das gefällt, dass den Leuten das gefällt, was man hier macht. Und dann kann man halt einfach, ja, wie soll man das sagen, mehr Videos aufnehmen, mehr Spaß und sonstiges. Deswegen, es ist nur ein kleiner Ansporn an euch, es ist nichts Schlimmes für euch, ihr müsst dafür nichts bezahlen, es ist kein großer Aufwand, es ist eine Sekunde Aufwand vielleicht, wenn überhaupt. Und ja, deswegen der Appell an euch. Ich glaube, hier kommt schon der Arena. Nee, noch nicht. Von daher können wir das im nächsten Party machen. Von daher, Leute, wie gesagt, wenn euch der Park gefallen hat, wenn ihr mehr davon sehen wollt, drückt den Like. Schreibt einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, Guys.